Ich stehe hier im Garten des wunderbaren Amtshofes in Bretten, im Zentrum sozusagen des diesjährigen Peter- und Paul-Festes, das heute offiziell auf dem Marktplatz eröffnet würde, fände es denn tatsächlich statt. Mit rund 120.000 begeisterten Menschen, die alljährlich hierher nach Bretten pilgern, um mit uns den Sieg über die Belagerung der Stadt durch Herzog von Württemberg zu feiern, das historische Festival zwischen Mittelalter und der Zeit der Bürgerwehren, das wir Jahr für Jahr mit rund 4.000 Aktiven aus nah und fern feiern, das fällt 2020 bei strahlendem Sonnenschein offiziell ins Wasser. Aber dieses, ich zitiere aus der seinerzeitigen Begründung, herausragende Kulturereignis für die Region und weit darüber hinaus, das 2014 ins bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes auf der gleichen Höhe wie Oberammergau aufgenommen wurde, hat sich natürlich für diesen schmerzvollen Entfall etwas Besonderes einfallen lassen. Und ich mutmaße, wir erweisen damit dem Reigen der herausragenden Stadtfeste alle Ehre. Wir schlagen die Schlacht 2020 ganz einfach virtuell. Es freut uns sehr, dass viele gewandete Peter und Paulas diese Premiere da oder dort in den eigenen vier Wänden oder zwischen den eigenen Sträuchern im Garten live miterleben werden. Ein erstmals virtuelles Fest für Augen und Ohren mit Live-Einlagen aus unserem Peter- und Paul-Studio hier, vom Kochduell bis zum poppigen Unplugged-Gig. Es muss freilich nach alter Sitte eröffnet werden und das tun wir hier unter verschlossenen Türen der Garküche von Leo Vogt, sogleich mit dem langjährigen Stadtvogt Peter Dick und ihm folgend dem Oberbürgermeister der Stadt Bretten, Martin Wolf. Herzlich willkommen, lieber Peter, im offiziellen Peter und Paul Stream. Vielen Dank, lieber Thomas. Wir haben es eben schon gehört. Eigentlich würden wir, Schultheiß und ich, gerade jetzt am Freitag, diesem 3. Juli 2020 um 19 Uhr auf der Marktplatzbühne im Kreise vieler Aktiver unser Peter- und Paul-Fest offiziell eröffnen. Wie jedermann unschwer erkennen kann, ist das leider nicht der Fall. Zum ersten Mal in 70 Jahren der Festgeschichte seit dem Wiederbeginn im Jahre 1950 mussten wir ein Fest absagen. Die Corona-Pandemie führte dazu, dass Großveranstaltungen wie unser Fest verboten wurden. Alle Vorbereitungen auf allen Ebenen wurden gestoppt. Zum Glück wurde in diesem traurigen Moment die Idee geboren, das reale Fest durch ein virtuelles zu ersetzen, um wenigstens ein bisschen für Feststimmung zu sorgen. Und so werden während der vier Festtage Fotos und Filme aus vergangenen Festen zusammen mit Live-Aufnahmen in den sozialen Medien zu sehen sein. Entlang des geplanten Festprogramms kann man sich an älteren, neueren und neuesten Dokumenten aus 70 Jahren Festgeschichte erfreuen. Dazu wünsche ich zusammen mit unserem Schultheiß genussvolle Stunden und eröffne mit dieser Aktion unser virtuelles Peter- und Paul-Fest 2020. Und nun darf ich unseren Schultheiß bitten. Ja, liebe Brettner, liebe Brettnerinnen, liebe Freunde des Peter- und Paul-Festes, in aller Welt kann ich sagen, ja, wir müssen leider virtuell feiern. Wir sind 1504 belagert worden von den Württembergern
Neuzeitlich sind wir belagert von einem Virus, der uns im Griff hat. Und so bleibt uns nichts anderes übrig, als Peter und Paul virtuell zu feiern. Aber wir haben Unterstützung von unseren Freunden, unseren Partnerstädten, die ihre Grußbotschaften geschickt haben. Wir haben Unterstützung hier in Bretten von vielen Frauen und Männern, die sich zusammengetan haben, um dieses Wochenende gemeinsam zu organisieren, um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, was Peter und Paul ist, was Peter und Paul kann. Und wir Bretten können das, auch in schwierigen Zeiten. Und ich würde mich freuen, wenn wir im nächsten Jahr wieder alle gemeinsam jubeln können und nicht nur in diesem Jahr virtuell Jubel rufen können, sondern im nächsten Jahr richtig Peter und Paul feiern können. Und ich würde uns freuen, wenn alle Freunde zu uns kämen. Jubel! Ja gut, wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, was können wir tun? Also tauchen wir komplett ab, also machen wir gar nichts, bauen wir die mediale Präsenz aus. Wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt und haben uns verstärkt aber darum gekümmert, die Social Media Kanäle auszubauen, die bauen sollte. Und da wurde dann auch die Idee geboren, dass wir auf YouTube aktiv werden. Es gibt ja jede Menge Archivmaterial, also ob mit Super 8 oder VHS oder CDs oder DVDs. Und haben uns dann dafür entschieden, dieses gesamte Material zu digitalisieren. Und das sind circa 60, 70 Stunden digitales Material rausgekommen. Wie passt, also man könnte ja meinen, okay, so Instagram und die ganzen neuen Medien passen nicht so richtig mit Mittelalter zusammen. Was würden Sie da entgegnen? Es ist so. Wir versuchen natürlich, junge Leute auch also in diese Traditionen mit reinzubringen. Da gibt es sehr, sehr gute Vorlagen oder Arbeiten von unseren Gruppen, die praktisch halt die Nachfolgegeneration direkt praktisch in das Fest mit reinnehmen. Diese Aktionen. Und die erreicht man eben. Und die erreicht man natürlich am besten auch über solche Media. Letzte Frage zu der Blick in die Zukunft. Was glauben Sie gerade, wenn man so das neue Feld Internet betrachtet? Was ist so Ihr größtes, ich sag mal, Learning oder was nehmen Sie mit jetzt aus dieser Geschichte, dass sich Peter und Paul auch virtuell abbilden muss? Also wir werden natürlich die virtuelle Präsenz beibehalten. Also auf der einen Seite durch diese Mediathek, die jetzt geschaffen wurde, also die ganzen Beiträge, die ausgestrahlt werden im Laufe der 3 Tage, sind nach der Ausstrahlung praktisch auch freigeschaltet. Das heißt, es gibt praktisch eine Peter und Paul Bretten Mediathek auf YouTube. Feeling in my body.
nochmal zwei. I got this feeling in my body. Oh. Hallo liebes Internet, wir sind die Band Sun Inspiration und freuen uns, jetzt eine Stunde euch zu unterhalten und wünschen euch eine coole Zeit. Thank you.
so wie man nicht so schafft. Bei dir ist es so, bei dir ist es so. So lange hat es mit Freunden geschafft. Klar, aber so wie man nicht so schafft. Und feste so wie du bist du Zeit. Thank you.
Pfanne, ja. Für die große Halt dich ruhig. Ah, ja, ganz ruhig. Kleine Pfanne für die große Sil. Danke. So. Kannst du mal die Zwiebel bringen und machst sie gleich rein? Mach du sie mit dem Löffel runter. Oder so. Jetzt bei mir die Zwiebel nochmal. Bitte aufpassen, nicht zu heiß die Zwiebel anbraten. Die soll nur glasig werden. Die sollen nicht großartig braun wäre, nur glasig. Also die dürfen nicht verbrennen oder die können ruhig ein bisschen Röstaroma kriegen, aber schön langsam, gemütlich, die brauchen ihre Zeit. Nicht sparen. Du bärnest dann da drauf. Du bist dann schon mit der nächsten. Und mit der nächsten Farbe dran. Das sind dann die Honigzwiebeln. Genau. So. Ja. Wunderbar. So. Jetzt kommen unsere. Also los. Wer möchte? Wer hat Hunger? Los. Wer dürft? Es. Wir haben gekocht. Es.
Also los. Das könnt ihr jetzt alles dazu essen, zu dem Essen, was euch auch geliefert wurde. Jetzt vergleichen mal, wie das ist. Also ehrlich. Wenn er noch ein bisschen Brot, können wir noch ein bisschen Brot machen. Eine literarische Narretei. Viel Vergnügen. Meine Freundin ist ein großer Mittelalter-Fan. Ich bin da eher so der Mittelläufer. Einmal im Jahr wird bei uns ein großes Festival gefeiert. Menschen hier sind so mittelalterverrückt, dass sie ganze 4 Tage in Kostümen verkleidet sich als edle Recken, anmutige Jungfrauen, wackere Handwerksburschen und tapfere Ritter durch die engen Gassen drücken. Weil man im Mittelalter auf Feinstaubwerte gepfiffen hat, rauchen überall unzählige offene Feuerstellen und Höfen vor sich hin. Dagegen ist das Land Mordor aus Herr der Ringe das reichste Auenland. Ach ja, der Begriff Kostüm hält übrigens alles beleidigt. Das heißt Gewand, wehrte mich meine Holde immer wieder erfolglos auf. Meine Holde dagegen ist eine elegante Schönheit, die sich regelrecht schämt, mit mir über die Plätze zu laufen, wo wir von vielen Menschen gesehen werden. Sie, mit der reinen Schönheit einer Elfe, muss sich mit mir, einem behaarten Hobbit, sehen lassen. Marktplatz oder Kirchplatz sind deshalb tabu und wir schleichen heimlich von Lager zu Lager. Schwungvoll tanzen kann sie auch ohne mich. Ich lehre stattdessen mit demselben Schwung meinen Bierfuß. Kein Wasser, mault sie. Ich reiche ihr einen Eimer. Kaltes Wasser belebt den Geist, heize ich und bekomme daraufhin ihren mittelalten Mittelfinger präsentiert. Wo um Himmels Willen hast du meine Kosmetika hin? Durchgehe, Shampoo, Bodylotion, Deo, Parfüm, mein Schminkzeug, alles weg, schalmeit es aus dem Bad. Ich gehe ins Bad, wo meine Holde wie ein Häufchen Elend vor dem Badezimmerschrank kniet. Mit erzieherischem Grundton setze ich zu einer ertragreichen Erklärung an. Im Mittelalter hat man gestunken. Die 3 berühmten P. Puder, Parfüm, Perücke gab es erst 200 Jahre später bei Ludwig XIV. Du meinst, der Sonnenkönig in Versailles war gar nicht so reinlich? Fragend schaut sie mich an und schnuppert widerwillig unter ihre Achsel. So sieht's aus, antworte ich und gehe in die Küche, um das Frühstück vorzubereiten. Sie kommt nach. Was hast du Leckeres gekocht? Voila! Es gibt ungezuckerten Gerstenbrei. Wohl bekommst. Let's get to it.
Ja, also, ich bin mit deinem Getränke. Ja, Tobi kommt. 96 Stunden. Naja, seit Freitag oben. Ne? Wir sind Freitagabend mit der. Die feste Öffnung wäre ja eigentlich gewesen um 19 Uhr. Ja. Damit haben wir den Kanal hier auch moderiert. Ja. Dann hat der Peter Dick zusammen mit dem Martin Wolf das Fest eröffnet. Ich sage, das ist eigentlich alles. Hier stattgefunden. Alles. Ja. Und dann immer hintereinander. Genau. 20 Leute, 20 Besucher, exklusive derer, die hier als ja. Die hier arbeiten dürfen. Technik. Und dann geht es bis, also wir strahlen aus, wenn man so will, volle 96 Teststunden lang. Aber sagen wir, die Schlafenszeit ist da inklusive oder was? Naja, also nachts um 3 da. Auch Kolloch auch. Aber dann Aufzeichnungen. Dann sind es Aufzeichnungen. Und das ist eben der Trick an der ganzen Geschichte, warum wir das gemacht haben. Das ist nur der Städter hier, einer vom Orga-Team, die Idee gewesen, um Leo Vogt, diese Geschichte auch mit dem Stream und das zu verbinden, in Kooperation mit der Stadt. Ja. Dieses alte Filmmaterial zu digitalisieren. Und da haben wir gesagt, gut, wenn wir das eh digitalisieren wollen und müssen, alte Beta, VHS, das übertragen darf noch nicht vor. Nee, digitalisiert. Nein. Und nicht in dem Zusammenhang mit Wahlen. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das doch, dann packen wir das jetzt an. Nehmen das als Startschuss. Das wurde wann in Angriff genommen? Genau, 4 bis 6 Wochen. Also, das ist alles. Also, war noch nicht so lang. Nee, mit einer heißen Nadel gestrickt. Ja, haben gesagt, gut, dann machen wir das als Startschuss. 10, 9, 8, 7, 6. Bei einem normalen Festverlauf stünde jetzt das Angebot für Kinder im Mittelpunkt. Speziell für Kinder etwas anzubieten, war schon immer unser Bestreben. Bereits vor 70 Jahren haben die Verantwortlichen der Vereinigung an Brettern erkannt, welche Bedeutung der frühzeitigen Einbindung von Kindern in das Hessenfest nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahre 1950 mit Annelie. Erstmals im Jahre 1993 stand der Montagnachmittag vollständig im Zeichen des Kinderprogramms vom Knappen zum Ritter. Aus und in der Krise lernen und neue Wege gehen, das haben sich die Macher des Festes auf die diesjährigen Fahnen geschrieben und beschlossen, die Schlacht in diesem Jahr trotzdem nicht ganz ausfallen zu lassen, sie virtuell zu schlagen. Mit zahlreichen Posts auf Instagram und Facebook und seit gestern einem eigenen YouTube-Kanal, auf dem wir nun live alle zu sehen sind und im Anschluss daran für alle Zeit in der neu geschaffenen Peter und Paul Mediathek landen. Peter und Paul virtuell, eine Eintagsfliege oder eine Chance. Dazu haben wir uns einen bunten Reigen an Gästen geladen. An unserer Tafel hat soeben der langjährige und amtierende Stadtvogt Peter Dick Platz genommen. Lieber Peter, du hast das Fest gestern erstmals auf ungewöhnliche Weise eröffnet. Hier im Garküchengarten von Leo Vogt, ohne Festgemeinde. Wie ist es dir dabei gegangen? Hat es sehr weh getan? Seltsam war es, sehr seltsam, und es tut nach wie vor weh, nicht dieses Fest in der gewohnten Form feiern zu können. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Möglichkeit gefunden haben, die Idee damals von Annette und Gerhard über Instagram und Facebook und dann von Leo über YouTube, dieses Fest in irgendeiner Form für alle unsere Freunde draußen in der Welt zu zeigen. Eine super Geschichte. Das Peter und Paul Fest ist ohne Zweifel
einer, vielleicht der wichtigste Standortfaktor der Melanchthonstadt. Der Oberbürgermeister von Bretten, Martin Wolf, muss es wissen, was bedeutet ein solcher in der jüngeren Geschichte jedenfalls einmaliger Entfall des Peter- und Paul-Festes für die Stadt. Ja, ich denke, das ist ein schmerzlicher Verlust. Viele Gäste hätten Bretten neu kennengelernt wieder. Viele, die sich in Bretten treffen beim Peter- und Paul-Fest, ja, und die weltweit anreisen, um sich hier wieder auszutauschen. Ein herber und schmerzlicher Verlust, möchte ich schon sagen. Auch für mich, wo ich gerne in den Lagern bin, mit vielen Menschen eigentlich in Kontakt bin, gemeinsam mit den Menschen zu jubeln, zu essen, auch was zu trinken, das fehlt schon ungemein. Und wir hoffen, dass wir nächsten Jahr auch gemeinsam wieder feiern können. Ich würde mich sehr darauf freuen. Aber so wie wir jetzt gemeinsam zusammengestanden haben in dieser Krisenzeit, muss ich sagen, bin ich mir sicher, dass wir auch in der Zukunft weiterhin gut zusammenstehen werden und die Menschen auch mit unserem Peter-Paul-Fest begeistern können. Wir liefern 96 Stunden, nicht 96 Stunden live, aber 96 Stunden virtuell Programm in diesen Festtagen. Ihr seid beide jetzt gewandert. 96 Stunden lang? Nein. Gedanklich ja, ist man bei dem Peter-Paul-Fest 96 Stunden auf Montag noch mit dabei. Natürlich nicht immer im Gewand. Möglich geworden, auch dass wir heute Nachmittag in dem wunderbaren Open-Air-Studio sitzen können, im Garten des Amtshofes, an 361 Tagen die Heimat unseres Amtsgerichtes, ist richtig? Ohne diesen Garten von Leo Vogt, der ihn angemietet hat, säßen wir mit dem virtuellen Peter- und Paul-Fest irgendwo auf der Straße. Lieber Leo, du gehörst zu den Motoren und Initiatoren dieses virtuellen Festes, bist Ideengeber für YouTube gewesen. Was hat dich angetrieben? Mitte, Ende März hat mir unser Oberbürgermeister, mein Freund Martin, gesagt, egal was passiert, ich bin ja am Wochenende im Gewand in der Stadt. Daraufhin habe ich mir überlegt, es ist anders ein bisschen wenig, wenn wir nur im Gewand in der Stadt sind, dann kam die Absage von der VAB. Das war dann der Punkt, dass ich mir überlegt habe, Absagen ja, aber ein neues Fest aufleben lassen, das auch in der Zukunft diese Idee, die wir leben, nach außen trägt, zu erhalten. Und dann habe ich viele tolle Zeiten geschrieben, habe sehr viele Schläge bekommen, aber Schläge machen dann nicht weicher, sondern härter. Mikros drin. Also die Mikrobäume, die wachsen. Die haben wir dazwischen und dann haben wir Corona verbreitet. Und noch vollständig ein Leib für das Auto. Drei Baum ist auch noch ein. Also, wenn ihr grün, dann macht hey, hallo, also, wissen wir von der Lautstärke was? Willkommen zu Peter und Paul. Peter, Paul, hat die Weg? Ja. Er kam nicht gut. Sehr verehrtes Publikum, mein Name ist Ridiculus. Fand ich jetzt nicht so geil. Red.
Sehr verehrtes Publikum, mein Name ist Ridiculous. Mein Name ist Artifex. Und zusammen sind wir Ridiculous. Artifex. Dankeschön. Ja, das Publikum, also nur falls ich zu Hause nicht mitkriegen, das Publikum hier, das fiebert richtig mit. So, herzlich willkommen zu Peter und Paul 2000 und... Ja, eigentlich können wir das gar nicht sagen. Eigentlich Peter und Paul 2020 wird jetzt nicht so gut passen. Das ist mehr so die Taschenbuchausgabe von Peter und Paul 2020. Sagen wir herzlich willkommen zur Probe zu Peter und Paul 2021. Aber die Probe können wir gar nicht so anfangen. Die Probe für Peter und Paul. Also. Ja, aber Artifex, das muss spektakulärer sein. Ich meine, wir können die Probe nicht so anfangen. Okay, können wir nochmal neu anfangen? Können wir das rausschneiden? Nein. Nein? Nein. So, werdes Publikum, der Unterschied zwischen heute und einer regulären Show ist... Dass wir uns in einer Probe befinden. Das heißt, heute werden wir viel waghalsigere Tricks versuchen, als wir es sonst auf einer Bühne waschen. Danke. In der Probe. Ja, verehrtes Publikum, so langweilig sind unsere Proben tatsächlich. Der Unterschied zwischen einer Show und einer Probe liegt aber eigentlich mehr im Ausdruck. Das heißt, es sieht so aus, als könnte man gut Diabolo spielen, wenn man die Mimik und den ganzen Körper dafür verwendet. Okay, Ridiculous präsentiert uns einen Trick in der Show. Ja, in der Show klappen die Tricks meistens nicht so gut wie in der Probe. Deswegen. Ja, wir probieren den Trick auch mal. Ridiculous in der Show. Ja, das war Ridiculous in der Show. Wir können einfach mal. Also, Artifex, versuchen wir das nochmal. Der Trick in der Show. Der zweite Versuch. Und der Trick in der Probe. Ja, verehrtes Publikum, es gibt eigentlich keinen großen Unterschied zwischen Probe und Show bei Artifex, weil jedes Künstlerduo muss sich bewusst sein, wo seine Schwächen liegen. Und wir sind uns nun einmal klar darüber, dass die Balljonglage nicht zu unserer Hauptdisziplin gehört. Die Plus, was willst du damit sagen? Artifex, ich weiß zwar... Nee. Gib mir den Beat. Der richtige Beat. Der richtige Beat. Also, falls Sie es zu Hause nicht gemerkt haben, das Publikum hier ist richtig ausgelassen. Artifex, Trommelwirbel. Ja. Trommelwirbel. Ah, der Trommelwirbel. Wir sind stille, also zu Hause jetzt nicht klatschen. Weil wir rasten alle vollkommen aus, wenn es funktioniert. Ja, ich auch.
Finale. Aber das Finale könnten wir nicht einfach so starten, denn dazu brauchen wir Musik. Noch nicht jetzt, weil wir müssen die Bühne noch ein bisschen aufräumen. Das Finale 2021. Musik ab! Jetzt zu Hause sitzen und eingeschaltet haben. Und danke an alle Leute, die das Peter-Paul-Fest so sehr lieben wie wir und dass sowas wie heute überhaupt möglich geworden ist. Uns hat das Herz geblutet, als wir mitbekommen haben, dass das Peter-Paul-Fest 2020 dieses Jahr ausfallen muss. Aber wir sind wahnsinnig froh und stolz, hier heute stehen zu dürfen. Vielen Dank. Dankeschön. Jubel! Jubel! Jubel. Also, da erkläre mir, was du erklärst, wenn du den Backofen baust, was für eine Art von Backofen das ist. Ich stelle dir die Frage, du antwortest. Ja? Tatsächlich, ich habe auch Action-Cam. Ja, da kann man ran, da kann man ran. Weil
Ich fand das eine gute Antwort. Menge Wasser. Sollte so sein, dass es einen eher weichen Teig gibt, keinen festen Teig. Und alle haben mich gefragt, wie viel Wasser muss jetzt da rein? Dann habe ich ihnen gesagt, ich weiß es auch nicht. Wir tun halt mal Wasser rein, bis es einen schönen Teig gibt. Und wenn es ein bisschen zu viel Wasser war, tun wir noch ein bisschen Mehl rein. Wenn es ein bisschen zu wenig Wasser war, tun wir noch ein bisschen Wasser rein. So, während der Hubert und meine beiden Peters, Peter Sen und Peter Jung, dass wir sie voneinander landen können, machen, möchte ich jetzt ein besonderes Lied ansagen. 2017 beim Stadtjubiläum hat es unser Thomas extra für Bretten geschrieben. Bretten meine Stadt und die Kraichgauwarte. Bitte schön. Steh am Rehsperr, schau über meine Stadt. Seh das alte Krankenhaus, wo man mich geboren hat. Denk an die Kinderzeit zurück, hinten im Hauser Tal. Der Weg zur Hebelschule, anno dazumal. Wo droht der Pfeiferturm und das Belastungshaus? Aus den Fachwerkhäusern schaut braven Bürger raus. Auf ihren Marktplatz mit den Kneipen, ganz gemütlich und verträumt. Wer diese Stadt nicht kennt, hat weiß Gott was versäumt. Komm, geh mit mir ein Stück, ich zeige dir dein größtes Glück. Ein Fleckchen Erde, das nicht jeder hat. Ich hab's mir immer vorgestellt, das Allerschönste auf der Welt ist meine Heimat, ist Bretten meine Stadt. Auch eine Sage ist bekannt in alter Zeit. Um 1504, da gab es Krieg und Streit. Ein kleiner Hund hat es geschafft, dass manchen Feind erzittern lässt. Und seither feiert Bretten jedes Jahr sein Fest. Ich sitz am Marktbrunnen bei einem Kraichgauwein. Ich schließe meine Augen und so vieles fällt mir ein. Der alte Simmelturm, der Sedam und das Gottesackertor. Die Stimmen aller Freunde klingen mir im Ohr. Komm, geh mit mir ein Stück, ich zeige dir mein größtes Glück. Ein Fleckchen Erde, das nicht jeder hat. Ich hab's mir immer vorgestellt, das Allerschönste auf der Welt ist meine Heimat, ist Bretten meine Stadt. So vieles habe ich erlebt auf dieser Erde. Zufrieden kehre ich zurück, weil ich langsam müde werde. Jetzt ruhe ich mich für den Rest des Lebens aus. Lass mich in Bretten nieder, hier bin ich zu Haus. Komm, geh mit mir ein Stück, ich zeige dir mein größtes Glück. Ein Fleckchen Erde, das nicht jeder hat. Ich hab mir immer vorgestellt, das Allerschönste auf der Welt ist meine Heimat, ist Bretten meine Stadt. Ist meine Heimat, ist Bretten meine Stadt. Deshalb haben wir hier, wenn wir normal hier kochen als immer richtige Peter und Paulfisch, haben wir hier einen großen Kessel über dem Feuer. Dann, da steht hier so ein Ding, ich dreh's mal für die Kamera ein bisschen, da ist so eine Säge dort. Eine sogenannte Kaminsäge. Wenn man so eine Kaminsäge hat, gibt es eine relativ einfache Geschichte. Wenn man früher gesagt hat, lass mal einen Zahn zulegen, das hat nichts anderes bedeutet, wir gehen näher zum Feuer. Wir haben hier, wenn wir normal kochen, unseren Herd. Ich habe mal eine Pfanne draufgestellt, das werden wir später mit anbieten. Johann Beuzel war ein Bauer, zog im Blut mit einer Hand, zog die Hecke mit der anderen. Gelbe Mond, die Zamalin, und danach die Brüche ziehen. Hey, la la.
genickt und er hängt den Pastoren auch an einem Galgenstrick. Denn er hatte nicht viel Zeit in der deutschen Obrigkeit. Denn er hatte nicht viel Zeit in der deutschen Obrigkeit. Seinem Krümmel Pulsen lag auf einer Bank, hört er Stimmen hoch im Himmel und geriefen, Gott ist krank. Gott hat es lieber und jetzt glaubt er, dass er Johann Mäusen wär. Gott hat es lieber und jetzt glaubt er, dass er Johann Mäusen wär. Also Jungs, ich hatte keine Erlaubnis zu klatschen, sondern weiterschaffen, gell? Okay?